erst hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Er ist hier. 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 Helft mir. Hilfe! Beschützt euren Kaiser! Ich, Nero, Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Ich, Mr. Zocke, begrüße euch zu Rise the Son of Rome. Centurio Severus, zu mir! Stelle das am höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, flieht sie. Der Sieg wird unser sein. So, das ist der Speicherpunkt. Und jetzt habe ich doch tatsächlich Pause gedrückt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Rise, the Son of Rome. Und ich spiele mit Xbox 360, also Xbox One Controller. Und ich glaube, ich werde nicht viel kommen zum Reden, aber ich werde es trotzdem versuchen. Und das mit den Quicktime-Events hat immer ganz cool geklappt und die Grafik ist auch ziemlich geil. Super Sampling musste ich ausschalten, ging gar nicht. Auf VSync musste ich bei mir anmachen, weil das echt sonst zu tolle Dinger sind. Aber gar nicht lange drum herum reden, wir wollen ihn einfach mal abwehren. Ist abwehren. Gut, dass ich das Ding jetzt nochmal von vorne gespielt habe. Dann weiß ich jetzt auch, wie ich abwehren. Also merken grün für abwehren. Y für wegstoßen. Also gelb und blau für den betrunkenen Elder Borden. Wir sollen runterdrücken um Dings und RT drücken. Gelb, blau. Ja, wie du merkst, hast du eine Hinrichtung Gesundheit regeneriert und je besser wir das richtig machen, umso, Schützen auf der Brücke! Es sind zu viele! Je besser wir das machen. Ah, falsch gedrückt. Aber es gibt trotzdem, also 27 Rekruten pro Runde ist schon mal. Arm ab! Okay, sollte der 5-jährige Bruder noch drinne sein, dann sollte er jetzt rausgehen. Und zwar jetzt! 45 Points, Alter! Das ist schon recht nice. Die Barbaren nähern sich den Palasttor. Yo, Motherfucker! Wir kommen und sie zurückhalten. Vorwärts, Männer! Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber es vibriert in meiner Hand. Schmeiß die Leiter runter! Boah, das war eine Doppelhinrichtung. Zack. Zack. Ah, das war falsch. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Ah, genau. Gelb. Blau. Und tot. Ah, okay. Hui, da gibt's noch eine andere Form von. Dann sind die so noch rot, dann ist der Kopf rot. Warte.
Okay. Die wurden wohl mit Pfeile getötet. Ich bin ja sonst eigentlich kein Controller-Freund. Aber das Spiel lässt sich einfach. Durchbrecht ihre Reihe! Doppelhinrichtung. Nein! Falscher Knopf. Egal. Ja, auf der Xbox konnte ich das einfach mit dem Sprachbefehl Salve abfeuern. Hier muss ich doch tatsächlich einen Knopf drücken. Salve abfeuern! Hoppim. Nächster Rang freigeschaltet, neue Verbesserung verfügbar. Je besser wir die Quicktime-Event-Hinrichtung machen, umso bessere Dinger werden freigeschaltet und... Alter Schwede, sieht das geil aus. Was für eine Grafikhure. Was Mundgulli. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten. Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Und wir verfügen über eine Fahne. So, organisiert die Verteidigung und Gott, das wird so geil, Alter. So, da sind wir jetzt so ein bisschen nicht interaktiv. Wir sind so ein bisschen wir spielen so ein bisschen Dings. So, darf ich auch mit bewegen? Hallo? Ah, okay. Halte RT zum Heranzoom gedrückt und lasse zum Abfeuern los. Zerstöre die leuchtenden Gegenstände, um die Gegner in der Nähe zu schaden. Okay, RT. Ja, hier Bombe. Nochmal feuern hier. Es geht schon hier so fast automatisch. Stellung halten, Männer! Stellung halten! Perfekt, Thomas. So, jetzt werden wir hier noch ein bisschen. Barrikade hält nicht stand. Wir brauchen Verstärkung. Haltet stand, Männer! Kann ich die Dinger da hinten auch? Mann, ey, der verzieht hier aber auch immer. Befehlt den Katapulten die Ausstellung im Palast hoch. Feuert auf meinen Befehl! Oh Mann, ey, hier kommen aber auch. Feuer! Rückzug! Jetzt. Rückzug! Jetzt sollten wir aber auch mal selbst den Rückzug antreten. Oh, das vibriert in meine Hände. Auch wenn sich das komisch anhört. Schluss aus! Game over! Wir sind tot, oder? Zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Na, grazie. Du hast jetzt genug Ehre, um deine Verbesserung zu kaufen. Drücke den, um die Verbesserungsmenü zu öffnen. Okay, dann drücken wir den mal. Und herzlich willkommen nochmal. Und hier können wir Hinrichtung kaufen. Cooler Scheiß. Können wir Gesundheit... Fokus, XP, Schaden, rückwärtsgewandt, oh mein Gott, Umgebung, Koop, es gibt auch Koop. Das ist ja cool. Aber wir können ja auch Fähigkeiten, also da muss man irgendwie noch unterscheiden zwischen den Fähigkeiten.
Den Hinrichtungen ein sich, ja. Und ich würde sagen, Fokus nutzen wir jetzt am Anfang eh noch nicht wirklich. Zuwachs, was ist hier? Erhaltet XP für erfolgreiche ausgeführte Manöver. Erhöht den erhaltenen Fokuspunkt nach erfolgreichen ausgeführten Manöver. Also ich würde sagen, 10.000 würde uns das kosten. Okay. Was ist das? Inventar der Projektile? Nee. Marius erreicht den Modus brennender Adler nach 11 perfekten Treffern. Verbessern brennender Dings. Rekrut. Bringt uns das denn was? Weiß nicht. Also ich würde jetzt erstmal sagen, wir nehmen auf jeden Fall XP-Zuwachs. XP-Zuwachs ist immer gut. Hier können wir mit Gold oder halt mit Ehre kaufen. Wir kaufen das Ding natürlich mit Ehre, weil wir so viel haben. Okay, jetzt haben wir nur noch 17.000. Ich würde ganz gerne mal gucken, was hier Hinrichtung ist. Bei der Hinrichtung können wir unsere Gesundheit, unseren Fokus und auch XP. Und hier können wir zum Beispiel, es sind schon sogar welche freigeschaltet. Hier können wir zum Beispiel Regius Trucidato nennen. Der echte Adel weiß von keiner Furcht. Lasse deinen Gegner für das königliche Massaker vor dir niederknien und mit ihnen einen Stoß, eine Klinge tief in seine herabsinken. Von dir herabsinken, okay. Ruhm und Ehre sei Rom, Todesstoß, stoß ihn in den Oberkörper durch den Rücken. Okay, und das bringt uns was? Ich kaufe das einfach, weil ich es kann. Schaden. Die brutale und schnelle Hinrichtung macht deinen Gegner im Nu den Garaus. Todesstoß, ein Kniestoß ins Gesicht. Wir haben noch 12.500. Ich würde sonst mal ganz kurz gucken. Was bringt uns denn hier Gesundheit? 1000. Ist das meine Armee? Todesstöße, brutales Abtrennen der linken Arme, Schildstoß, Stoß in die Brust. Ach, das bringt uns dann nochmal jeweils 2% mehr Leben, 5% mehr Leben. Ach, okay, wenn Doppelhinrichtung oder Einzelhinrichtung. Dann auf jeden Fall Einzelhinrichtung. Dann auf jeden Fall. Ja, wir werden wohl mehr Einzelhinrichtung machen. Das ist wohl eher mehr das. Fokus werden wir nicht so viel. Schaden möchte ich gerne noch ein bisschen hier erhöhen. Können unserem Schaden noch plus 3 geben. Das machen wir auch noch schnell. Wollen wir die letzten 5.000 noch dafür eingeben? Was ist denn hier rückwärtiges Dings? Ach ne, da können wir noch nichts freischalten. Umgebung. Ist da alles schon freigeschaltet? Hätte ich schon alles freigeschaltet? Wieso auch immer ist da irgendwie alles schon freigeschaltet? Keine Ahnung wieso. Dann würde ich sagen, dann Fähigkeitenverbesserung. Würde ich sagen, wir machen jetzt noch die letzten beiden jetzt hier. Auf jeden Fall hier die Gesundheit auf jeden Fall noch. Das können wir nicht mehr. Jetzt haben wir noch 4.000. Im Kampf. Nee, finde ich jetzt nicht so pralle. Okay, dann gucken wir mal noch hier schnell. Wollen wir hier Gesundheit noch machen? Schaden? Ja, da reicht es wieder nicht. Wo reicht das denn jetzt hier? Fokus noch? Ja, komm, okay, dann machen wir jetzt hier unsere 3.000 noch in Doppelhinrichtung. Und dann sollte das jetzt auch erstmal reichen. So, Spiel fortsetzen. So, die Dinge habe ich auch gesehen. Und das bedeutet nämlich Achievements. Neue Sehenswürdigkeiten freigeschaltet. Das habe ich nämlich gleich miterlebt. Das habe ich nämlich so in meinem peripheren Blick gesehen. Ja. So, wir haben unseren ersten Speicherpunkt Helft mir! betreten. Helft mir! Ich befehle es euch! Liz? Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist Ich durchbrochen. sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm! Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher. Wieso nicht? Vor diesem Wir bringen Dämon. Euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft! Hier lang! Die Gruft? Okay. Jetzt gehen zwei Los, Römer jetzt! in die Gruft.
Also irgendwie habe ich mir das Spiel anders vorgestellt. Warum ist die Tür verschlossen? Ich weiß es nicht. Wieso vibriert mein Controller? Da ist jemand drin. Echt? Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Ja, nee, es ist schon klar. So, drücke mit dem Analog nach rechts, um XP für die Hinrichtung zu bekommen, statt Schlachtet sie alle, kommt ein General! Alter Schwede, Junge. What's up? Ich hab das jetzt mit dem Blocken schon so ein bisschen besser raus. Ja, hier, komm. Shit! Da war schon wieder der Rote. Boah, 38 Punkte, Alter. Legende! Das ist keine Doppelhinrichtung. Ach, shit. Oh, perfekt. Perfekte Kette, 57. Oh mein Gott. Okay, nächster Rang freigeschaltet, neue Verbesserung verfügbar. Geleite ihn in die Gruft. Abstand. Wie kann man so geil sein auf brutale Scheiße? Ich erkenne mich nicht wieder. Töte den Kriegsherrn der Barbaren. Jetzt brennst du! Wie jetzt brennen? Okay, drücke B, um mächtige Angriffe auszuweichen, bevor Gegner eine solche ausführen. Zum Glück wird die B-Taste auch ordentlich benutzt. Komm mal her jetzt hier. Du zier dich doch nicht so. Der kann aber auch viel. Jetzt ist er aber fällig. What the hell? Hier, schnell! Komm schon. Komm schon. Ist aber kein Porno jetzt, oder? Gehen wir jetzt in eine Pornogruft? Schnell! Unheimlich.